ihr braucht nicht mehr weitermachen. Wir gehen. Wir haben bezahlt und sind jetzt weg. Kann passieren. Dafür setze ich mich dann hier hin und zahle Geld. So was Ekelhaftes habe ich in meinem Leben weder gesehen, noch in der Hand gehabt, noch im Mund gehabt. Konrad, Tisch 25 kann weitergehen. Warum hast du mir vorhin die Chicken Wings für 16 gegeben? Die waren für 19. Welche Chicken Wings meinst du? Die mit den Pommes. Du hast mir die gegeben? Doch, ich habe die nicht bekommen, aber die Pfanne ging an 16 und die Chicken Wings an 19. Dann solltest du fragen, Gast, wenn du falsch gibst, nicht mich. Es sind immer andere schuld, weil niemand sich die Fehler eingesteht, die er wirklich macht. Dieses ganze Drumherum-Geplänkel, stundenlang, wer jetzt woran Schuld trägt, geht mir an die Nerven. Was ist denn los? Der Bon ist falsch rausgegangen, also das eine Essen. Der Burger war schon da, die Chicken Wings sind zum falschen Tisch gegangen, laut Anweisung des Küchenchefs. Okay. Das wäre so ein Punkt für mich gewesen, wo ich mir wirklich schon gedacht hätte, Mensch, jetzt sag doch mal irgendwas. Mach an, Ole. Okay, jetzt hat, wen haben wir denn da? Okay, das ist jetzt Anja, oder? Das ist die Chefin. Anja hat da mal gearbeitet und sie hat es dann übernommen. Aber sie ist jetzt nicht wirklich Gastronomin, sondern sie hat auch schon mal irgendwas anderes davor noch gemacht. Das sind alles gefrorene Sachen. Mozzarella, Jalapenos, Chicken Wings. Die mache ich ja nicht selber. Ich mache nicht die amerikanische Küche. Das ist die angefrorene Sache. Wir müssen Mikrowelle auftauen, frittieren und auf Teller reintun. Wir wollen eine ganz andere Küche mit frischen Sachen, frischen Zutaten. Ich bin Fo, Fuji, ein Apache. Ja? Ein Apache, ich meine, bin die Anja. Weißen Brüder. Ich bin Old Schweigerhand. Hi, Ole Schetterhand, grüß dich. Sieht aus wie Planet Hollywood für Anfänger. Ach du grüne Scheiße, pass auf, weißt du, was ich gerade gelesen habe? Was denn? Also pass auf, Augen zu und durch. Gefüllte Pfannkuchentasche mit Markgemüse an Gorgonzola-Schokoladensauce. Markgemüse. Aber Jungs, Empfehlung des Tages ist auf jeden Fall Spaghetti, Tagliatelle, Macaroni, Tortellini. Das ist doch eher, das ist doch mal italienisch. Was läuft denn hier? Das ist bunt gemischt. Wie kann man ein Sammelsurium an Trash? Entschieden? Bestellst du schon nicht? Ja, ich bestell was. Und zwar, ich nehme das Pagasius-Filet im Kartoffelteig. Ich möchte gerne die Macaroni mit Lachssahne. Die Fischplatte Hurricane. Chicken Wings, scharf hätte ich gerne. Jazz Jam Salat kenne ich nicht. Das ist gemischter Salat mit Hähnchenbrustfilet. Ja, richtig. Aber kannst du bitte mir XXL Starterplatte vorbereiten? Ich sage, was das ist drauf. Da kommen zwei Hähnchenkeule, drei Chicken Wings. Konrad, wie viele Chicken Wings? Drei Stück. Drei, gut. Alles um zwei, drei Stück. Mozzarella Stück? Auch zwei Stück. Und die große eine? Den zwei. Mozzarella Stück? Jeder Teller kommt so viele Sachen drauf, dass ich habe nie gearbeitet mit solchen Gerichten. Bestimmt, das wird dauern, sage ich das jetzt, 3/4 Stunden. Das ist alles aus der Tiefkühltruhe. Das sind so ganz fiese Mozzarella-Sticks. Das ist irgendwie, das ist einfach kein, das ist kein, das ist, was ist das? Was ist denn das? Da kann ich mir einen Hund, da kann ich mir einen Hund von dir. Es ist keine selbstgemacht. Ein Koch, der so einen gewissen Stolz hat, macht das eigentlich selber. Vom Geschmack her ist es besser. Richtig frisch. Es ist ja kein Wunder, wenn die hier so unkoordiniert arbeiten, dass sie pleite sind. Aber wir können nicht dafür, wenn die drei Kochprofis hier auch arbeiten, ich glaube, wir brauchen auch gleiche Zeit. Das hat nichts zu tun mit unserer Erfahrung, das ist eigentlich Menge Bestellung. Salmone oder Salmonella? Salmone oder Salmonella, das ist ja die Frage. Die Frage. Gut, Salmonellen trauen sich da gar nicht rein. Nicht nur, dass er raffiniert ist, das schmeckt auch schon wieder so nach. Boah, ich weiß, wie die in Kühlschränken schmecken. Der schmeckt alt, als wäre das irgendwie alles also eingefroren gewesen und dann rauf auf den Teller. Wenn gefrieren einen Geschmack hat, dann schmeckt er so. Ja. Dieser Kühlschrank-Nachgeschmack zog sich komplett durch. Das ist wirklich unangenehm.
ist sie denn, die Hurricane-Platte? Das sind die Beilagen. Zu der Hurricane-Platte. Für zweimal so, wer soll das denn essen? Für dich schau ich mir an, da stehe ich auf. Ja, da schau ich mir jetzt, was ist das? Zander, Lachs, ja. Pangasius, Fies, Scholle. Fies, ja. Und alles aus dem Tiefkühlfach. Der Lauch schon. Lauch, roher Lauch. Ruhe, gucken, was ist das für eine Garnitur? Heißt, habe ich was verpasst in der Schule? Wer ist die Garnitur? So, Andi. Hallo, servus. Konrad, was denkt ihr denn, was wir zu bemängeln hätten? Ich glaube, Beilagen. Fand ich so richtig heiß oder. Ich fand das ganze Essen grausam. Ja. Ja, ich fand es wirklich irgendwie alles. Also, das ist kein Kochen mehr. Ihr macht nur Sachen warm, von A nach B. Das ist kein Kochen. Du hast nicht wundern, dass du gute Leer ist. Also, ich würde auch kein zweites Mal kommen. Wer hat das gekocht und wie? Ich habe das gemacht. Hast du eben frisch gekocht? Das sind die frisch gekocht. Diese Lachs haben wir, Lachs ist gefroren. Ne? Ich bitte dich, das schmeckt komplett. Also das, du bist doch Italiener, oder? Ich finde, es schmeckt nicht frisch, es schmeckt nach Kühlschrank. Ich würde sagen, eine richtige italienische Mama wäre beleidigt. Ich weiß, was ich kann, dass ich gut bin. So, also ich würde mal sagen, dass der Service vielleicht mal die Karte bis morgen bearbeitet. Also so, dass mal die Gerichte runtergestrichen sind, die einfach eh nie gelaufen sind. Und dann machst du dir einen Gedanken, wo willst du hin? Möchtest du polnisch kochen? Möchtest du ein italienisches sagen oder möchtest du was amerikanisches haben? Da musst du dich entscheiden. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Schönen guten Morgen auch von mir, ne? Na ja, wie habt ihr es denn verkraftet, das gestern? Ja, nicht so toll. Kritik ist nie schön, klar, logisch. Dir wird ein Spiegel vorgehalten und wenn du da reinguckst, das ist nicht das, was du unbedingt sehen willst. Das Problem, was wir jetzt haben, ist unser Felice. Weil Felice sich persönlich angegriffen gefühlt hat und auch beleidigt gefühlt hat. Warum das? Ja, das ist normal. Wegen gestern Abend, was sie wegen die Nudeln gesagt haben. Ihre Mutter würde noch nicht mal essen. Mir ist gestern nicht bewusst gewesen, dass ich den Felice so tief getroffen habe in seiner italienischen Ehre. Okay, also das nehme ich zurück, um Gottes Willen. Also, also mit der Mutter sollte das nichts zu tun haben, sondern das hat einfach was mit dem Essen zu tun. Dann wären wir jetzt einfach ein bisschen sachlicher. Entschuldigung, habe ich es auch angenommen. Die fand ich nett von dir. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einen Strich drunter. Wir kochen jetzt gemeinsam, weil ich habe jetzt Bock, einfach irgendwas zu bewegen. Ja, also dann wollen wir uns draußen mal zusammenhauen. Ja. Ja. So, bevor wir jetzt zu deiner Speisekarte kommen, müssen wir noch mal kurz über dein Personal und über dich reden. Konrad, der hat dir da seine kreativen Gerichte oder seine Gerichte, die er haben wollte, irgendwie auf die Karte gesetzt. Dann kommt ein neuer und schon hast du italienische Gerichte auf der Karte. Das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Du musst eine Linie verfolgen und das müssen die auch wissen. Was mein Problem ist, ist die Angst. Die Angst einfach, dass die Jungs sagen, weißt du was, mach doch deine Scheiße alleine. Ist ja egal, warum sie den Laden zumacht. Ob deswegen, weil keine Köche da sind oder deswegen, weil die Köche machen, was sie wollen. In dem Moment, in dem du auch den Anspruch hast, hier einfach nur einen Tick besser zu sein als die Konkurrenz, in dem Moment werden die Gäste das auf alle Fälle würdigen, aber auch deine Leute, die haben Bock drauf, die haben dann Bock. Also so musst du sie leiten, du musst sie quasi auch motivieren. Jetzt für Spaghetti koche, dann weiß ich ein bisschen, also ich mache keinen Pfeffer hin, das macht sie mal gleich so drüber, ich meine Chili. Und den werfe ich ins Wasser, ins Spaghettiwasser und koche das kurz mit. Dann hast du schon eine schöne Grundschärfe. Den Lachs legen wir auf den heißen Teller, ja? Der gart jetzt ein bisschen an, okay? Wir legen den nur am Rand entlang, so. Jetzt machst du ein bisschen Thymian drauf, okay? Ich mache wieder Zeit zum Pfeffer. Jetzt machen wir die Pasta weiter. Schau, der zieht ja schon durch hier, ne? Also Gorgonzola mit rein, so zack, zack, zack. Jetzt kommt Parmesan dazu. Genau, frische Tomaten noch dazu. So, genau. Und jetzt kommen noch Kräuter und dann holen Sie mal die Chefin. Holen mal die Chefin. Dann können Sie mal probieren, was ich meine, ja? Ja. Und wichtig ist auch, was die Anja jetzt sagt. Weil du hast ja auch gestern alles weggetragen und gesagt, alles ist fein, alles ist lecker. Und jetzt ist mit Parmesan und Gorgonzola eingebunden. Frische Tomaten, frische Kräuter ist doch was ganz anderes. Und der Lachs schmeckt nach Lachs. Das ist einfach geil und das ist anders und das ist lecker. Felice, was meinst du als Italiener? Schmeckt gerade wie nach Lachs, ja? Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Siehst du, da geht's kochen los. Hallo.
Hallo. Nimm doch mal Platz, setz dich mal zu uns. So, für uns ist halt schon einfach aufgefallen, dass die Jungs jetzt zum Beispiel also in der Küche eigentlich was ganz anderes kochen würden wie du. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die auch zumindest ansatzweise an Amerika denken. Die ganz wichtige Aufgabe von Anja ist, sich hier durchzusetzen. Dann ist es also folgerichtig und ganz wichtig, dass sie das neue Konzept mit aller Vehemenz verkündet. Ich bin der kleine Italiener. Dann bin ich Konrad. Also das Konzept für morgen und auch für die Zukunft steht jetzt. Wir gehen den Weg in die amerikanische Richtung. Es wird geben Nuggets und nicht. Aber das können wir doch aus der Küche gar nicht raus. Das ist mir egal. Ihr werdet das aus der Küche rausholen. Dann mache ich mit dann meinen Spaghetti wirst du, dann woanders. Ja, dann machst du deine Spaghetti in Zukunft woanders. Notfalls ziehe ich mir die Jacke an und dann mache ich das. So einfach ich mal ist sagen, es. Du hast schon gewonnen. Du hast schon gewonnen. Die Generalprobe hat sie mit Bravour gemeistert. Die Reise generell ist Amerika, bleibt Amerika, da gibt es nichts dran zu rütteln. TK ist out, wir kochen frisch. Für morgen gibt es West Highway Pizza mit Chili Con Carne. Es gibt Nuggets mit Scampi, mit Lachs, mit Poulet, mit frischen Dips. Sie ist nicht mehr durch keine graue Maus, die wir jetzt am ersten Tag kennengelernt haben, sondern sie ist heute weit, weit gewachsen und hat auch Rückgrat gezeigt. Das ist schon eine Überwindung irgendwo. Auf der anderen Seite, mich hat das frei gemacht. So machen wir das, so will ich das, so ist das. Ich sage ja, bin ich zufrieden auf der Mitte, ich mach mit. Philipp. Was die Chefin sagt, wird getan. Die Reaktion von Konrad und Felice auf diese Verkündung war mir eigentlich zu glatt. Sie haben ihr nach dem Mund geredet. Ob das jetzt wirklich von Herzen kam und ehrlich gemeint war, weiß ich nicht. Heute ist ja ein wichtiger Tag. Heute wird ja irgendwie das ganze Haus geschmacklich neu justiert. Ja, heute. Ja, seid ihr bereit für amerikanische Küche? Wir sind bereit zum Helfen und Kochen im Griff und wir hoffen, dass wir schmecken auch. Wir zeigen es euch heute, dass amerikanische Küche nicht zu unterschätzen ist. Ja? So, jetzt haben wir doch eine Brühe angesetzt, jetzt haben wir den ganzen Abfall, ja? Knoblauch hier rein, Schalotten rein, alles rein. Und voll auf den nochmal, Vollgas, genau hin, Kräuter rein und ordentlich Pfeffer, ja? Also richtig viel Pfeffer, Salz, ja? Mehr Salz, gutes Salz. Jetzt lassen wir es ein bisschen kochen noch und dann passieren wir es ab, ja? Okay? Das ist ein super schönes Dressing, ja? Ganz einfach und lecker, oder? Salatdressing, ne? Das ist auch eine gute Idee, eine gute Mischung. Das ist sehr frisch, sagt der Frank, richtig spendet. Wir setzen die Chili con Carne an. Dazu möchte ich aber die Zwiebeln extra anschwitzen und nachher zu dem Fleisch dazu tun. Im Topf werde ich gleich das Fleisch anrösten, damit ich ein bisschen Geschmacksstoffe kriege. Und in diese Chili machen wir erst noch die Füllung dieser Chorizo-Würste rein. Dann haben wir auch richtig schönen Paprikageschmack, richtig schönen Chorizo-Geschmack. Tomate. So, was ich da nachher noch reinmache, Mais und Kidneybohnen. Wir machen ja jetzt keine Chili con Carne, die man quasi als Suppe oder als Eintopf isst, sondern wir wollen es für die Pizza machen. Deswegen, ein bisschen kannst du mal noch, deswegen machen wir sie nicht so flüssig, weißt du? Ja. Sie sollte ein bisschen mehr Tomatensauce reintun, weil für die Pizza war ein bisschen zu trocken. Kapieren Sie unser neues Konzept oder nicht? Das war die Frage. Und Felice hat es kapiert, bei Konrad muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher. Eigentlich, wir haben ganz viel Salz getan, aber trotzdem ist zu wenig. Findest du? Ja. Find ich nicht. Für mich etwas Salz, Pfeffer zu wenig. Aber jetzt lassen wir so. Wir lassen so? Ja. Können wir lassen. Okay. Aber wenn ich das bekomme, dann gebe ich persönlich für mich ein bisschen Salz und Pfeffer, wenn ich auf dem Tisch sitze. Dann weißt du was, du nervst mich. Nein. Jetzt doch, du nervst mich. Jetzt verrührt das, was du Salz. Du kriegst doch noch Pfeffer rein. Und das ist jetzt mal gut. Ja, bin ich zufrieden. Also ich glaube, Konrad hat mit Größenwahn zu tun. Er wollte da in dem Moment Küchenchef spielen. Er wollte zeigen, wer er ist. Also
wie schaut's aus mit den frischen Salaten vom Buffet? Alles draußen. Alles draußen. Alles tipptopp. Okay, die Pizza macht ihr gerade eine Probe. Also ist alles da, oder? Pizza ist alles da. Rindernuggets. Rind, Schwein, Schwefel, alles fertig, alles fertig, alles fertig. Huhn, Scampi, alles da. Ja. Oh. Also, auf einen guten Service, die hauen jetzt rein. Geht mir jetzt sehr gut. Wir haben schon alles im Griff, alles vorbereitet. Hab ich keine Angst. Der hat Pizzas produziert wie eine Fabrik und wir waren alle perfekt, keiner war verbrannt. Und Respekt vor seiner Leistung heute. So lecker, also die ist wirklich ein Grund wiederzukommen. Viele italienische Pizzen würde ich dafür stehen lassen. Sehr frisch auch alles, die Dips dazu, also ganz toll. Zuerst übernehme ich den Service. Ich meine, heute ging alles so ein bisschen holprig drüber, aber ich glaube, dass in Zukunft eigentlich also alles funktionieren wird. Anja, du hast dich entschieden, du möchtest hier ein amerikanisches Restaurant behalten. Und es freut mich umso mehr, wenn du es schaffst, genauso weiterzuziehen, dass du wirklich hier die Führungslinie behältst. Ja. Was ich von den Kochprofis auf jeden Fall mitnehme, ist Bodenständigkeit, durchsetzen und die Erkenntnis, dass es nur ein geben kann, der einen Ton angibt, und das bin in Zukunft ich. Felicia war am Anfang beleidigt wie eine Leberwurst, weil wir hatten ihn ein bisschen gekränkt, und heute ist er der große Imperator. Also er hatte die Pizzas geschoben, er war super fleißig am Start. Felicia, das ist die Urkunde für dich. Ja? Dankeschön. Ja. Ich würde mir wünschen, dass der Laden läuft. Ich würde wünschen für meine Chefin.